Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zum zweiten Unboxing. Oder besser gesagt, wir können Dr. T-Style, wenn wir schon wiedersehen. Nicht so ein Unboxing. So, heute mal eine Game Capture HD 60 von Elgato. Oh, da spiegelt sich was. Das Grün ist. Steht da hinten. Ist nur ein Karton. Kein Unboxing. Kein Unboxing mehr. So, was steht denn hier vorne? Next Gen Gameplay Sharing. Nice, hier war ein Aufkleber drauf. Ja, jetzt ist er nicht mehr drauf. Oh. Ich schwitze ein bisschen. Unten steht mal wieder bla 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 links. Game Capture HD 60. Elgato. Rechts, Diagramm. Oben. Elgato Gaming. Das war vorne, das ist hinten. Bla 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 bla. Und nochmal bla bla bla. Da unten. Nochmal bla bla bla, hier 1080p, 60 FPS. Mindestens das alles für PC, 4 GB RAM. Mein Laptop hat 8, das sollte klappen. Hier das schöne Gerät, der Geräte. So, machen wir das schöne Teil auf. Ich sollte aufhören, die Sachen wegzuwerfen. Your skills import to the front. Alles klar. Da steht nichts. Hinten ganz viel kleines Blablabla. Wieder das und unten nichts. Download-Code. Oh, bloß ohne Code, nur mit Download. Elgato.com Gaming Download. Nice. Facebook Elgato Gaming. YouTube Elgato Gaming. Twitter Elgato Gaming. Nice. Oh, zwei Kabel. Zwei Karten. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nicht, dass es. Oh, das knirscht ein bisschen schlau. Wir lassen das erstmal so. Das geht ich auf. HDMI. Nice. Das ist das hier der USB-Port. USB-Port alleine. USB-Kabel. So, mit Elgato Gaming. Ein Aufkleber! Und das schöne. Ganz viel Blablabla. Ganz viel ganz kleines Blablabla. Okay, stell ich auf. Ich kann es trotzdem nicht lesen. Ist hier noch was drin? No. Das schöne Ding für 180 Euro. Bisschen teuer. Aber, was Sie sehen, HDMI. HDMI. 3,5 mm Klinke für Audio und USB. Man kann dort mit eine Xbox One, eine Xbox 360, eine PlayStation 3, eine PlayStation 4 und sogar PC, glaube ich, aufnehmen. Juhu! Das bedeutet, ich kann endlich bessere Videos machen. Juhu! Das bedeutet, vielleicht kommen auch mal 360 Videos, wenn ich mal wieder Bock drauf habe. Aber ich glaube nicht. Jetzt, wo ich den schönen Controller da habe, glaube ich eher nur noch Xbox One Videos. Das bedeutet, es kommen bald wieder neue Videos und das in guter Qualität. Ich muss gucken, wie mein Laptop damit klarkommt, mit der Gerät, ob ich dann auch in 1080p oder wieder nur in 720p machen kann. Hätte so geil. Es ist aber klein. Habe ich hier irgendwo noch mein zweites Handy rumliegen? Ja. Ja, das ist so groß wie mein zweites Handy. Weg damit. Ja, man kann halt schon wieder voll mit Staub. Man kann damit schöne Videos machen von einer Gaming-Konsole. Zwar kann man bei Xbox One über Game DVR auch schon Videos aufnehmen, aber nur bis 5 Minuten. Was etwas naja ist.
nicht wirklich was Gutes. Und mein Laptop verabschiedet sich gerade. Ah, nee, die Tonspur geht noch weiter. Nice. Ja, das ist irgendwie ein kurzes Update-Video. Oder besser gesagt, ja, Update-Video. Ich glaube, das muss ich auch schon. Das ist ein kurzes Video über eine Elgato. Wenn ihr wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und lasst einen Kommentar da, wenn ihr sehen wollt, wie ich das Teil anschließe und installiere und sonstiges mitmache. Ja, das war's mit dem Video und tschüss. Tschüss. Wie im letzten Video. Ciao.